Schönen guten Abend. Heute habe ich was ganz Besonderes mitgebracht. 16 Jahre altes Bier. Abgelaufen, mindestens haltbar bis 3.9.2005. Ich werde das näher als Bild mal reinmachen, damit ihr das seht. So, es ist ungeöffnet. Hier oben ist ein Verschluss mit so einem Haken hier. Und das Zeug Bier meets Lemon. Zip. Also, dieses Bier ist 16 Jahre alt, 2005, jetzt haben wir 21. Wollen wir doch mal sehen, ob das noch schmeckt. Ich habe schon gesehen, es ist arge Ablagerung hier drin. Ich werde es jetzt mal öffnen, habe mir ein Gläschen dabei gestellt und dann probieren wir mal, ob das Bier nach 16 Jahren noch schmeckt. Ja, probieren wir es mal. Oh, es macht es noch. Riecht noch nach Bier. So, mein Gläschen. So, das reicht erstmal. Jetzt probieren wir mal 16 Jahre altes Bier. Prost. Erstmal riechen. Naja, riecht nicht eklig. Schmeckt eigentlich ganz normal. Naja, da fliegen schon komische Sachen drin rum. Es schmeckt nach Lemon und es schmeckt nach Bier. Wie man sieht, ist sogar nach Schaum. Wir machen mal mehr rein. Guck mal, dass man sieht hier. Und wenn man nicht mehr rein macht, sieht man, dass es schon arg dunkel geworden ist. Achtung. Die Brühe wird immer dunkler. Das hat sich ganz schön abgesetzt, das Zeug. Das sieht eigentlich aus wie Spülwasser. Es ist nicht mehr klar, das Bier. Aber guck mal. Sieht doch schön aus noch, ne? Also riechen tut es nicht mehr ganz so lecker. Naja. Wollen wir noch mal einen Schluck für die Forschung machen. Prost. Vielleicht sind wir irgendwann mal froh, wenn wir 16 Jahre altes Bier haben. Und schlimmer als die Impfung kann es auch nicht sein. Ich weiß nicht, wie es vor 16 Jahren geschmeckt hat, aber es schmeckt eben nach, immer noch nach Limon, Limon, Limone und nach Bier. Also, so schlecht ist es gar nicht. So. Aber ich trinke nicht mehr. Schmeckt auch schon ein bisschen komisch. Okay. Noch einen Schluck, damit ihr seht. Achtung. Prost und ja, noch ein Schlückchen nehmen wir mal. Naja. So, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch bitte. Bye.